Hallo liebe Hungrige, heute backen wir ganz spezielle Muffins, nämlich Blaubeermuffins. Und dieser gehört in den USA zu den drei offiziellen State Muffins. Der Blaubeermuffin in Minnesota und wir backen ihn in einer speziellen Variante, nämlich mit Maismehl. Und der Maismehl-Muffin wiederum ist in Massachusetts zum State Muffin erklärt worden. Also eine Kombination von zwei in den Staaten am höchsten geadelten Muffins. Wir brauchen dafür natürlich Blaubeeren, Milch, Eier, Weizenmehl und Maismehl, Backpulver, Zucker, etwas Salz, Butter und außerdem noch Zimt und die abgeriebene Schale einer unbehandelten Zitrone. In eine Schüssel geben wir die weiche Butter und den Zucker, vorzugsweise Rohrzucker. Beides nun schaumig miteinander verrühren. Eine kurze Pause und die abgeriebene Zitronenschale hinzugeben, genauso wie das oder die Eier, in Abhängigkeit von der geplanten Menge der Muffins. Alles wird nun nochmal gründlich miteinander verrührt. In eine andere Schüssel geben wir das Weizenmehl, das Maismehl, Backpulver, ein wenig Salz, etwas Zimt und verrühren anschließend die trockenen Bestandteile. Jetzt nehmen wir wieder die Schüssel mit den flüssigen Bestandteilen und fügen in Etappen die Mehlmischung hinzu. Normalerweise ist es bei Muffins gerade andersrum, dass nämlich der flüssige Teig den trockenen Bestandteilen hinzugefügt wird. Hier im konkreten Fall ist es aber anders, was damit zusammenhängt, dass am Ende noch die Milch hinzugefügt wird. Alles wird gründlich zu einem glatten Teig miteinander verrührt. Nun noch die Blaubeeren hinzufügen und unterheben. Und da bekommt man Lust, vom Teig zu naschen. Wir bleiben aber standhaft, bereiten eine Muffinform vor, indem wir die Mullen entweder einfetten oder eben Papierförmchen hineingeben. Ich entscheide mich für letztere Variante und nun wird der Teig eingefüllt. Und darauf achten, dass er jeweils mit der etwa gleichen Menge eingefüllt wird. Und zum Schluss, ganz nach Belieben, die Teigkrone mit etwas braunem Zucker bestreuen. So sieht dann also unsere vorbereitete Form aus. Und diese geben wir nun für ca. 30 Minuten in den Herd. Das kann ein bisschen mehr oder auch ein bisschen weniger sein. Ihr testet das, indem ihr mit dem Finger auf einen Muffin drückt. Und wenn dieser zwar fest ist, aber auch elastisch nachgibt, dann haben die Muffins die richtige Konsistenz erreicht. Der Ofen soll eine Temperatur von 190 Grad haben, bei Umluft 160 Grad. Fertig gebacken sehen sie dann so aus und ich finde, das macht auch schon Appetit. Und somit können wir nun also den Kaffeetisch decken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen, recht guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.